Hallo meine Lieben und welcome back bei mir. Mein Name ist Steffi und ich bin unabhängige Sensi-Beraterin. Und ja, ich bin es. Ich habe mir nur eine neue Frise zugelegt. So viel mal dazu. Heute wieder, wie jeden Sonntag, was habe ich erwerbt? Es war diesmal wieder alles querbeet dabei. Es tendiert aber momentan doch mehr zu Frühling und Sommer. Ich habe auch wieder eine Mischung hingelegt. Wir beginnen. Mit meiner Angel. Angel habe ich im Schlafzimmer. Der ist so schön zuckrig und süß. Sind Goji-Beeren, Brombeeren, süße Vanillecreme und Zuckerrohr. Ja. Also ich finde ihn auch im Schlafzimmer nicht so aufdringlich, weil er ist eigentlich doch mehr so die Kategorie ein bisschen zart. Aber mega. Dann im Badezimmer. Windows will breeze. Der ist wirklich wie frisch gewaschene Wäsche. Ja, der ist einfach mega. Da war es wieder das Wort. Mega. Eine frische Brise kombiniert mit sauberer Wäsche sorgt für den perfekten Frühlingsduft. Oh ja. Finde ich auch perfekt. Ich habe 5 Katzen. Und die 4 Katzenklos stehen im Badezimmer. Ja, sehr kompatibel damit. Als nächstes eine Rarität. Gibt es leider nicht mehr. Der Wild Watermelon. Den habe ich unten in der Gästetoilette. Oh, der ist einfach nur Wassermelone. Oh. Wassermelone, grüner Apfel und gezuckerte Ananas. Also es dominiert wirklich die Wassermelone. Die Ananas, also Apfel. Als zweite Komponente kommt Apfel und zum Schluss die Ananas. Aber wie schon gesagt, dominierend Wassermelone. Ist auch Kategorie relativ zart, aber ich finde perfekt. Dann habe ich ja schon letzte Woche angekündigt, ich werde den Lemon Squeeze in der Küche testen. Ich habe es auch gleich wieder hardcore übertrieben. Wir haben Fisch angebraten. Man sieht, ich hatte 3 Würfel in meine Lampe in der Küche. Und es hat den Fischgeruch jetzt nicht komplett tot gemacht. Aber es war um einiges erträglicher, wie wenn ich jetzt den nicht anhätte. Also ich kann ihn für die Küche sehr empfehlen. Dann hier in meinem Büro habe ich den Succulent Sunshine. Der ist auch wirklich, wirklich gut. Und zwar süße Navelorange wird mit Kaktusfeige und Agavennektar zu einem Wüstentraum kombiniert. Ja. Also und ich finde ihn gerade fürs Büro, er hat eigentlich eine so ein bisschen eine frische Note durch den Kaktus. Und ja. Im Büro. Dann habe ich kombiniert miteinander Welcome Home und Vanilla Bean Buttercream. Was soll ich sagen? Mein absoluter Favoritenduft. Zimt, Zimt, Zimt. Zimt und Gewürze. Was anderes ist da gar nicht drin. Mit Vanilla Bean Buttercream. Also die Kombi ist wirklich mega. Reichhaltige Buttercreme auf frischer Butter
Rohrzucker und Vanilleextrakt. So cremig und süß, dass Sie den Löffel einfach ablecken müssen. Und dann in dieser Kombi mit Zimt. Also mich hat es umgehauen. Wirklich, wirklich mega. Die zwei, momentan meine absoluten Favoriten beim Mischen, stehen im Flur, dass es auch jeder gleich riecht, der reinkommt. Und ist einfach eine Traumkombi. Kann ich nur empfehlen. Also wer es hat, ausprobieren. Das war's schon wieder von mir. Ein kurzes Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder mit einem neuen Video von mir. Und unter der Woche natürlich, weil wir haben ja den 1. April unter der Woche, kommt dann auch wieder ein Video mit meiner Lieblingslampe des Monats. Bis dahin, macht's gut!